Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Was ihr in der letzten Folge leider nicht gesehen habt, weil man das nicht mehr sehen konnte. Jetzt muss ich mal eben schauen, hiermit kann ich laufen. Zum einen, ich habe ja davon gesprochen, war das dieses Mädchen hier mit dieser süßen Giraffe, die mich so leicht psychisch angeguckt hat, die wahrscheinlich schon komplett ja, psychisch fertig ist. Zum anderen hatte ich eigentlich die Einstellung geändert, dass das Rauschen, was raus ist, naja, doch, okay, es ist ein bisschen besser. Im Dunkeln ist es nicht ganz so gut. Also, wir sind hier durchgekommen, wir haben mit ihm gesprochen. Das kann ich jetzt leider nicht wiederholen. Und ja, sind dann hier durchgelaufen. Solltet ihr im Hintergrund Geräusche hören? Ich hoffe sehr, dass ihr die nicht hört. Gerade in dem Moment, als ich hier die Aufnahme nämlich gestartet habe, hat irgend so ein Idiot draußen angefangen. Ja, ich weiß nicht, was er macht. Das klingt so ein bisschen, als ob die da was am Sägen sind, Metall am Sägen sind oder so. Ich hoffe, ihr hört da nichts von. Hier hatte ich übrigens noch die Frage gestellt, ob Tess uns hier hinführt, damit wir hier ein paar Stündchen zu zweit verbringen können. Aber Tess war nicht so begeistert, deswegen gehen wir mal einfach hier weiter. Sieht man irgendwie nicht so. Oh. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt noch mal um und geht. Ich gehe nirgendwohin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Ui. Ja. Ich werde euch töten! Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Ja, kein Thema. Ich weiß gerade nur nicht, wo sie überhaupt sind. Gehe nicht direkt auf Gegner zu. Nutze deine Umgebung, um dich von ihnen von der Seite zu nähern. Okay, sie will mich ja decken. Machst du gut, Tess. Kann ich auch so nachladen? Nee, so kann ich nur umschalten. Gut gemacht, Cowboy. Nein, Du auch. wie konnte Wo ich hat er noch die mal ganzen Leute nachladen? her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Okay, aber ich habe nur noch 3 Schuss, Tess. Und ich kann nicht nachladen irgendwie. Aber ich komme mit. Ich muss dich ja Mist, hier beschützen. geht's nicht durch. Soll ich dich hier Hey, hochbringen? Ja, ich hilf soll mir dich hoch. hochbringen. Hallo? Wieso darf ich nicht Y drücken jetzt? Okay, gut. Also man muss hochgucken, sonst funktioniert es nicht. Okay. Ich habe es mir übrigens gemerkt, dass es Y Gib ist. mir Ich die weiß Hand. nicht, wann ich dazu komme, auch wirklich auf Y zu drücken, aber ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt, Bitte. dass es nicht das normale A ist. Sahen wir jetzt aber auch danach aus, als ob wir hier in Deckung gehen sollten. Da Hier ist drüben, nichts. Joel. Ja, wolltest du mir noch was sagen oder wollen wir einfach nur hier runter? Ich würde sagen, wir gehen einfach runter. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass Sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Genau, Tess. Du machst es super. Machst du den anderen auch noch? Anscheinend nicht. Kommt der nochmal zurück? Das ist jetzt die Frage. Ich muss doch da rein, denke ich mal. Oder muss ich den Typen erstmal... Moment, ich kann noch lauschen. Aber dann kann ich keine Menschen hören, oder wie? Oder ist er zu weit weg? Das kann natürlich auch sein. Okay. Ich folge einfach mal Tess. Ach, da hinten ist er. Weiter. Ja. Tess, geh du schon mal vor. Ach, da hinten sind auch noch welche, doch.
Also. Ich war in der Jordan. Oh, ich mich erschrocken. Da kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Da sind keine? Wortes! Ernsthaft? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 peng. Haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es ja, wohl. Ja, jetzt geh da rein, Mann. Sie nehmen sie in die Mangel. Was war das bei denen? Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, der kann die Welt retten. Wow! Hey, sieh mal da drüben! Schnapp sie! Er ist hier drin! Der wie hier ist. Hallo! Lauf doch mal! Ich denk, du wolltest den anderen nehmen, Tess! Hat ja super funktioniert! Und wo schießen die ihn jetzt? Hallo? Oder hat Tess mich jetzt hier angeschossen? Wo steckst du? Ach, da ist er. Okay. Was war das? Oh, das heißt wohl so viel wie er hat was verloren. Ein Schlüssel, sehr schön. Ich verstehe es immer noch nicht, wie ich nachladen kann. Na, egal. Ja, Tess. Schöne Wand. Wollen wir hier nur lange stehen? Hey, wir haben die Kisten ins Südlager gebracht. Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Halte links 2 gedrückt und drücke R2, also wie normales Schießen. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. So, die Frage ist jetzt. War nicht so gut, ne? Oh Mann, ich hab was gehört. Sei verdammt vorsichtig. Kommt der auch noch von rechts? Mann, hier ist kein Schwein. Lass uns weitermachen. Boah, oh, schnappen! Gut gemacht, Cowboy. Genau, Tess. Mach ihn fertig. Wo ist denn der dritte hin? Los, aufhalten! Na komm, Kleiner. Na? Das waren aber jetzt alle hier, oder? Aber da war doch noch ein dritter, der ist doch eben abgehauen. Der müsste doch auch noch da sein. Moment, er hat hier noch... Sehr schön. Hier sollte keiner mehr liegen. Ne, nur er. Auch sehr schön. Frage ist, ist da draußen jetzt noch jemand? Ich kann zumindest keinen sehen oder hören. Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir da hoch oder? Ich weiß es nicht. Da liegen Flaschen. Da ist keiner drin. Warum schleiche ich denn hier eigentlich noch die ganze Zeit? Weil Tess die ganze Zeit am Schleichen ist. Das war das Problem. Da ist einer, oder? Ja, ja, ja. Ah, die Frage ist jetzt... Wo kommt der jetzt rum? Ich würde da nämlich schon gerne ein bisschen anschleichen. Aber ich sehe... Ah, jetzt... Junge, zeig dich doch mal. Wohin guckst du gerade? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Der läuft aber immer noch da hinten rum. Und
Na, genau. Ach, das sind zwei. Jetzt wollte ich mich so schön von hinten anschleichen. Tess kriegt es ja irgendwie nicht hin, sich auch von hinten anzuschleichen. Der läuft da oben rum. Ich hoffe, der eine sieht mich jetzt nicht. Sehr schön. Ne? Finde ich auch. Wo ist der andere? Ich liebe solche Stealth-Aktionen. Das Problem ist, wo ist der Typ jetzt? Ist der jetzt da oben drin? Weil dann sieht er uns natürlich, wenn wir jetzt da hochgehen. Hat der, Achso, ich bin voll. Okay. Jemand macht uns kalt. Da ist er. Na, kommst du runter? Kommst du nicht runter, Feigling. Er geht immer nur nach links, rechts. Das ist doch dämlich. Hallo, Junge. Wo steckst du? Ja, dann komm. Guck doch mal, wo ich stecke. So. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Och, Leute, ernsthaft? Noch 10 Minuten schon? Ja, und nach erneuten 5 Minuten Wartezeit, wir können das hier öffnen, kommen wir dann endlich mal wieder ins Spiel. Ja, komm. So schwer für dich? Okay, also wir mussten gar nicht oben durch. Wofür so ein Absturz nicht alles gut ist. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Ja, die Frage. Es ist schon verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja, keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns noch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Verdammter Robert, er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Ich sage dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Versuch mein Glück. Na komm. So, mal schauen. Ob wir das jetzt so hinkriegen. Dahinter ist auch noch einer. Der kommt wohl auch hier in die Richtung. Da sind auch noch welche. Dreh dich doch einfach mal in die Richtung, wo ich... Oh, verdammt! ...hinschaue. Okay. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Bleibt er jetzt da stehen? Er bleibt tatsächlich da stehen. Sag das doch. Ah.
ist keiner. Da sind allerdings mehrere. Ich hoffe mal, dass da jetzt keiner kommt. Oh, da ist Munition. Hinten sind auch noch Leute. Ja, komm mal schön in die Richtung. Ne, der geht natürlich woanders hin, war ja klar. Wir müssten eigentlich den anderen erstmal killen da hinten, ne? Moment. Tess, komm mal mit. Wir müssen mal eben gucken, dass wir den anderen, damit der uns da nicht verrät. Wo ist der denn jetzt? Hä? Ach, da. Okay, wo läuft... Warum habe ich jetzt einen Stein eigentlich in der Hand? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hoffe, dass da jetzt keiner... Das war nicht das, was ich wollte. Ich hab doch extra lautlosen Kill gemacht, Mann. Was soll das? Tess, du hast mehr Waffen. Mehr Schuss. Der rennt nach hinten. Ich weiß. Gut gemacht, Cowboy. Ne? Ich muss ja auf dich achten. Okay, jetzt haut er einfach ab. Arschlöcher. Genau. Zeig dich. Toll. Ich dachte, mit RT zielt man automatisch. Das hat ja mal so gar nicht funktioniert. Na komm. Sehr schön. Ne? Hat der auch noch Munition für uns? Natürlich wieder nicht. Lag hier nicht irgendwo noch Munition? Die haben wir genommen. Oh, Tess. Stell dich doch nicht einfach so hier hin. Das war, glaube ich, nur die Flasche, ne? Oder was ist das? Ne, das sind zerbrochene. Okay. Ich würde aber gerne etwas mehr Munition haben. Das ist auch wieder nur eine Flasche. Das kann man nicht nehmen, oder? Das Büro. Nee, schade. Robert ist bestimmt da drin. Holy. Das kann man aber nehmen. Auch wenn das ein Erste-Hilfe-Kit ist. Aber immerhin. Dann lass uns ins Büro gehen, Tess. Machen wir dieses Arschloch platt. So. Nichts zu lesen. Ja, ja, darf ich mich wenigstens kurz umschauen? Aber hier kann man scheinbar gar nichts machen. Oh, Scheiße! Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Das war jetzt selten dämlich. Robert! Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Darum trifft's wohl eher. Was ist hier? Scheiße, war das hier? Lauf! Lauf vor, Tess! Ich weiß nicht wohin! Ja, was denn jetzt? Kannst du mal entscheiden? Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Ah! Fuck.
Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ja, ich laufe ja schon. Ich hab's mir... Ihr wollt den Deal? Dann los. Ich hab's mir nur zur Angewohnheit gemacht, immer das Mikrofon auszuschalten, wenn jetzt die Zwischensequenzen kommen. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Dann hört ihr nämlich den Wasserkühler nicht so. Die sind ja leider sehr laut. Komm ich da hoch? Ja. Komm, Ladies first, haben wir gesagt. Na gut, dann gehe ich halt. Erst ist er ein Gentleman und dann auf einmal geht er als erstes hoch. Ist hier noch was? Nee, ist nur ein Lappen oder sowas. Sieht ja schon geil aus, ne? Oh, da hinten. Heftig. Wie alles eingestürzt ist, wollte ich gerade noch sagen. Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Okay. Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Das nehmen wir doch mal gerne mit hier. Komm, schnapp dir schnell alles. Nicht, dass irgendwas hier eingeleitet wird oder so. Joel, hilf mir doch mal. Ja, ich komm. Lass mich doch erstmal kurz umgucken, was ich euch noch so stehlen kann. Hier ist aber, glaube ich, nichts mehr. Sag doch, dass ich das schieben muss. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Ja, ich weiß es schon, aber ihr seid bestimmt ganz gespannt darauf, welche Fracht jetzt gemeint ist.
Frage. Kann ich, glaube ich, nicht sehen. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Ja, um sie herumschleichen, kein Thema. Also schleichen finde ich immer gut. Frage ist, können wir um die herumschleichen? Oder sollten wir schleichen und die gleichzeitig umbringen? Das ist natürlich die Frage. Man, sie will dahin. Der läuft immer so, als ob der gerade eingekackt hat. Also es tut mir wirklich leid, aber... wie so der Ententanz irgendwie. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Nee, danke, halte ich selber sauber. Wo sollen wir denn jetzt hin? Du sollst mir eigentlich zeigen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Oder müssen wir da jetzt durch? Ist nicht euer Ernst, oder? Ist das nur... Nee, das sind zwei Leute. Da ist noch einer drin. Das ist natürlich schlecht. Und tschüss. Ich wollte gerade sagen, wer war das denn jetzt? Schleich dich an und nimm den anderen. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Sie wartet hier. Ich soll den anderen nehmen. Also den drinnen nehme ich mal an. Oh shit, das war nicht so gut. Da macht er wieder keinen leisen Kill. Oh. Das war jetzt so nicht geplant. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Shit. Ich wollte nicht schießen. Ja, Moment, jetzt kommt sie rein. Wo soll man denn jetzt hin? Sie steht nur hier wegen dem Schießen, oder? Na gut. Haben wir Sichtkontakt? Negativ. Auswehr. So geht's auch. Gut. Oh, die nehme ich gerne. Wo sind die anderen denn jetzt? Ich kann da nichts. Verdammt, der ist nicht hier! Da ist einer drin. Du siehst mich nicht. Wo ist diese? Verdammt! Du siehst mich nicht. Komm einfach raus. Oder bleib da drin, das ist mir egal. Hauptsache, du bist tot. Du hast es noch drauf. Ne? Und das, ohne das Spiel jemals gespielt zu haben. Ich bin gut, ne? Da ist doch einer reingewandert gerade, oder? Da hinten ist der. Wo zum Teufel sind Sie hin? Der geht noch da. Schauen wir mal. Ich hoffe, von links kann jetzt keiner kommen. Da sehe ich jetzt gerade keinen. Der ist jetzt recht... Ah, das sind zwei. Das ist nicht so gut. Okay. Ja, dich sehen sie nicht, wenn sie jetzt, wenn du da rumläufst. Kein Thema. Von rechts kommt aber keiner, ne? Nee. Komm schon, nur ein falscher Schritt. Hm. Den werde ich gleich machen, keine Sorge. Ist er da? Kümmert euch um den anderen. Ich brauche Deckung. Oh. Jetzt wollte ich sie gerade umbringen. Hallo? Na? Bist du zu erschöpft? Da hinten ist er. Da liegt aber auch noch was drauf, sehe ich gerade. Kommt der jetzt gleich mal nach hier oder nicht? Kann ich da noch ein Stück...
vorne gehen. Okay, vorsichtig. Oh, der steht jetzt da hinten, aber der kommt doch, ich wollte gerade sagen, der kommt doch bestimmt gleich nochmal hier rein. Na komm. Komm, wir machen das Ganze auf die altmodische Stealth-Tour. Komm her. Ja, so ist brav. Ja, komm her. Komm her. So ist brav. So ist gut. Und damit bist du tot. Sehr schön. Der hat aber nichts, was ich mitnehmen kann. Nee. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, als ob... Oder da hinten vielleicht noch? Ne, da ist nur... Okay. Dann... Ach, Tess. Hier sind doch noch Leute, oder nicht? Kannst doch nicht einfach hier so stehen bleiben. Ach, das war eine Flasche. Okay. Oder sind hier keine mehr? Die laufen hier immer so offen rum. Die steht da hinten. Ich behaupte mal, wir haben alle. Gott verdammt, das ist Warren. Kenn ich nicht. Aber klär mich auf. Und nu? Ruhe in Frieden. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Aber wohin? Es wäre nämlich schön, wenn sie vorgeht. Ich meine, das macht sie jetzt auch. Jetzt sind wir gleich da. Das ist gut. Ja, wartet einfach, bis ich die Tür aufmache. Ich bin ja auch der Mann hier gerade. Kommt rein, los. Mach die mal eben so locker mit der rechten Hand, ne? Okay. Aber vielleicht ist hier irgendwo im Schrank noch was drin, was ich mitnehmen kann. Was ich kann wahrscheinlich, aber nicht, was ich mitnehmen darf. Okay. Laufen darf ich auch nicht. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Das ist gut. Das sagen sie nämlich schon seit 10 Minuten. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Das ist nicht allzu lange her. Wobei verurteilt worden ist man, glaube ich, nicht, aber... Ich zeig's euch. Man wurde... Ja, verhaftet, glaube ich, nicht. Ich glaube, man musste Strafe zahlen. Das hatten wir schon alles. Also gar nicht so weit hergeholt. Wie sieht das denn hier aus? Joel, hilf mir mal eben. Oh, jedes Mal muss ich dir helfen. Kannst du denn gar nichts alleine machen hier? Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe?
Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ja, aber ich würde sagen, da das die Folge jetzt schon ein bisschen länger läuft, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.